Das sind nur 10.000. Lass mir das ebnen. Okay. 3, 6, 7. Ah ja, klar. Das hätte ich vorher wissen müssen. Das ist erstaunlich, wie groß die City doch wird. Liegt vielleicht auch daran, dass ich ständig hin und her scroll und die Auflösung zu niedrig ist. Mhm. Zahlen doch bestimmt gerne noch ein bisschen mehr, oder? Ach, das geht schon noch. Ja, es geht noch. Gewerbe kann ich im Prinzip wieder runtersetzen, ob das jetzt... Oh, das macht doch schon noch was aus. Naja. Nicht viel, aber ein bisschen. Ne? Naja, gut wie gar nichts, würde ich ja mal sagen. So, komm. Ja, Stau. Wir haben es kapiert, Jungs. So geistig behindert sind wir doch auch wieder nicht. Oh, das sind jetzt auch Passagiere. Ist ja interessant. Na, also funktioniert doch. Ist ja auch von mir das System. Nur jemand, der so brillant wie ich ist, kann so ein perfektes System bauen. Und ich bin schon verdammt brillant. Haben wir denn neue Verordnungen? Nein, nicht wirklich. Also wir haben schon einige, aber die kosten alle Geld. Und Geld ist jetzt nicht so das, was ich unbedingt habe. Ne? Was machen denn die Nachbarn? Mit wie viel haben die angefangen? Ich glaube weniger als ich. Die entschieden halt, ne? Ich kann eine U-Bahn bauen. Kostet 150 die Strecke, oh Gott. Das ist ja so gut wie gar nichts. Neues Kraftwerk vielleicht. Nein. Apropos Kraftwerk, was macht denn die Wasserversorgung? Ja, läuft. Ja, nur noch 28.000, was soll denn der Müll? Gehen denn die ganzen Leute hin? Die bauen sich neue Häuser, ich sehe schon. Oh, noch eine Raffinerie, sehr gut. Jetzt beziehen noch billiger. Bleib mal noch einen Schluck trinken, ey. Muss ich so viel reden? Das Spiel macht nichts für mich, volles faules Spiel hier. Hast du es auch festgelegt, wie lange das dauert, bis ein Gebäude fertig ist? Ich habe das Gefühl, es ist ziemlich random bei manchen Dingern. Komische Sache, ganz komisch. Da fällt mir ein, ich wollte nachher noch duschen. Jetzt ist die Bahnschiene belastet, ja, toll. Ganz großartig. Nahverkehr bringt's. Ich will ja noch mehr bauen. Ha? Super Idee. Ist ja auch von mir. Sonst gibt es keine geistig behindert genug, ist sowas zu erdenken. Oh, der Stromspannungsmast ist Stromversorgung. Sehr gut. Was ist denn sonst noch so? Stimmung. Gut. Nicht so gut. Ha. Verstehe gar nicht warum. Hey, Moment. Hier außen ist die Stimmung richtig gut. Irgendwie hier. Ich weiß nicht, irgendwo so hier müsste das sein. Kriminalität. Das soll ich vielleicht irgendwann nur eine Polizeiwache hinbauen. Bauungsdichte steigt. Strom ist gesaugt. Da unten brennt es wahrscheinlich bald mal. Ich kann nichts dagegen tun. Umweltverschmutzung ist viel zu gering, finde ich. Verkehrsprobleme gibt es in meiner Stadt keine. Wasser ist versorgt. Bauungsplan ist ein Scheiß. So, die Bildung liegt bei 66. Das ist im Prinzip ein wenig zu hoch. Wir müssen es ein wenig absinken. Ne? Passt. Dumm, dumm. Sollte da vielleicht mal irgendwann wieder ein Feuerwerk-Dingens. Feuerwerk. Feuerwehr-Dingens vielleicht eher hinbauen. Ein Feuerwerk-Dingens. Was soll ich mir aufschreiben? Das ist brillant. Ist ja auch von mir. Gib mir nochmal die Karte. Das steht hier. Ja. Oder das mal irgendwo hier hin, so da technisch.
Feuerwehr und Polizeidingens. Sobald ich wieder Geld habe. Irgendwann. Nächstes Jahr. 4206. Boah. Verdient voll die Knete inzwischen, ey. Jetzt kann ich mir endlich Nutten leisten. Wird auch langsam mal Zeit hier. Und Casino gehen. Ja, das habe ich noch nicht gebaut. Ich muss langsam anfangen, diese Dinger zu bauen. Wir haben übrigens 31.000 Einwohner. Damit nähern wir uns neuen Höchstständen. Ne, kleine, soll ich dir mal zeigen, was hoch steht? Oh, ich könnte eigentlich schneller machen, deswegen dauert es so lang. 1928 ist übrigens. Bis sie doch voll den Aufschwung haben, ich meine. Da ging es doch voll aufwärts mit der Wirtschaft und alles. Nachher darf ich das nur mit einem Laptop wunderschön rendern. Ich benutze diesen neuen Resizer. Also auf meinem normalen Rechner macht das keinen wirklichen Unterschied zeitlich. Auf meinem Laptop bin ich da skeptisch. Ich finde die Qualität noch ein bisschen besser. Ne? Ich möchte mir einen neuen Laptop kaufen. Oder wenigstens einen neuen Rechner. Für 4000 Euro. Kommt schon, ihr wollt es doch auch. Nein, wir brauchen keine Stromleitung. Wenn sie Strom wollen, sollen sie rüberkommen. Dann hau ich ihn aufs Maul, dann kann sie wieder gehen. So, 4. Macht voll den Unterschied. Yeah. Komm schon, ihr wollt doch auch mir einen neuen Rechner kaufen für 4100 Euro oder so. Meine, das habt ihr doch. Ihr habt doch die Kohle. Ich weiß doch, dass meine Abonnenten reichen Bonzenschweine sind. Geben sie doch immer an, was für geile Kisten sie haben. Wie geil sie doch sind, was für fette Autos sie fahren. Können wir doch auch mal einen Audi A8 Quattro kaufen. Für 100.000 Euro oder so. Mehr will ich doch gar nicht. Ich bin doch bescheiden. So überhaupt nicht, aber egal. Züge überfüllt. Das ist doch schön, wenn der Zug falsch grün und blau geprügelt wird. So, was wollte ich jetzt bauen? Ich hab's vergessen. Nein, ich weiß es noch, ich weiß es noch. Ich will erstmal hier wegen Hügel anheben, damit das dann alles irgendwann mal so halbwegs gleichmäßig ist, sag ich mal. Ich muss die Straße dann nochmal wegreißen. Ach, leck mich doch. Kommt eben dann das gleich komplett ein. Machen wir es gleich richtig. Was ist denn näher dran? Dann kommt erst die Bombe da an die Straße dieses Mal. So, seid glücklich. Auch noch Geländeebene. Das kostet halt überhaupt sau viel Kohle immer. Aber ich bin ja der Meinung, dass ich das alles so wegen unterschiedlich hochbauen muss. Soll, kann, will. Tarf. Tarf. Kennt ihr schon das Wort Tarf? Vermutlich nicht. Meine Abonnenten sind alle geistig behindert. Deswegen gucken sie auch mal Let's Plays. Und wo wir schon dabei sind, das wird hier komplett geebnet, so perfekt. Zugschiene will ich auch mal irgendwann bauen. Sieht doch, naja, da ist noch minimaler. Wayne juckt, so gut abgedeckt. Das ist voll ineffizient, wie du baust, ey. Ich weiß, das ist Absicht. Boah, was die Feuerwehr kostet und die Polizei, das geht ja gar nicht. Ja, ja, Staus, wir wissen. Jetzt die scheiß Straßendinger. Die Straßendinger.
heißen sie denn noch gleich? Ich bin Namen vergessen. Total überlastet. Was mache ich da? Noch eine zweite Schiene daneben bauen? Das sieht doch auch scheiße aus. Sieht nicht nur so aus. Das war jetzt eher kontraproduktiv. Ich sollte das vielleicht nicht machen, wenn die Zeit noch läuft. Noch was. Schienen legen, wir haben zu viel Geld, da müssen wir ganz sinnlos viel Schienen verlegen. Geht das überhaupt? Nein, das geht nicht so, wie ich das mir vorstelle. Warum nicht? Kann er so auf eine Straße durchlegen? Nee. Jetzt kann ich keine Schiene mehr durchlegen, oder? Doch, das geht. Das geht lustigerweise. Vielleicht bringt es ja was. Ich glaube es eher nicht so, aber hey. Ja, Simulation wurde angehalten. Ich halte gleich mal dein Auto an, ey. Denk jetzt nicht diese Sache hier, Mann. Baseballschläger, Mann. So, wie sieht es denn hier aus? Hoch, toll. Gut, da hinten wollte ich eh nicht mal groß was bauen, deswegen kann ich es mir auch leisten, hier so wunderschön. Oh Gott. Ich sollte vielleicht lieber U-Bahn oder sowas bauen. Das kommt auf Dauer günstig. Das Traurige daran ist, dass es wahrscheinlich wirklich so ist. Nein, U-Bahn ist sauteuer. U-Bahn ist böse. 3, 6, 1 mehr noch. Okay, dann. Eben mir mal wieder Gelände ein. Noch mehr als sowieso schon. Und damit da auch was Festes draus wird. Passt. Gut, gut, Karl. 3, 6, 7. Könnten wir mal wieder so eine komplette Straße durchziehen, wenn sie schon die ganze Zeit rumheulen. Nein. Dann werde ich dann hier irgendwo einen Bahnhof bauen, dann da mit der Schiene runtergehen und gut ist. Und dann hier irgendwie zusammenschließen oder so. Zusammenwachsen lassen, was zusammengehört, also so ähnlich. Aber sie ist nicht mehr ausgelastet, hey. Doch, Mittel. Ja, genau. Wie in der Realität fährt der Zug hier. Das versteckt immer Kehr, ja. Genauso fahren Züge auch in der Realität. Kann keiner was dagegen sagen. Es passt noch alles. 4.500 Mann. Ich bin richtig die Bonsensau, Mann. Meine Stadt verdient richtig Kohle, also. Dass ich damit mit vollen Händen ausgeben kann. Ich wünschte, das wäre in der Realität so. Und ich muss leider wirklich mal schauen, wie das hier. Wie welche Bonis gibt. Geht gar nicht, dass ich die Dinger so völlig nutzlos nicht baue. Und wieder einmal habe ich mein ganzes Geld durchgebracht. Ausgezeichnet. Was ist denn da? Oh, da ist keine Wasserversorgung. Was sagen die mir jetzt? Sachen gibt's. Könnt ihr natürlich fragen, wozu so ein Stück Straßendings da Wasserversorgung braucht, aber. Das tut ja keiner. Naja, haben wir noch einen Platz bis zum Limit. Vor uns wunderschön neben dem Müll. Perfekt. Ah. Schauen wir mal von oben an. Ah, es ist leicht bewölkt, das macht nichts. Oh, wir haben wieder mal so ein Felsengrunddingens. Ah.
bin Dr. Fels. Ich gehe den Ding bis auf den Grund. Oh. Exzellent. Ja, jetzt ist natürlich da noch das Problem, dass ich da keine weiteren Schienen bauen kann. Schwierige Sache. So ein bisschen. Keine Beschwerde. Kenne ich gar nicht so. 4322. Und ich habe heute viel zu wenig Gas. Ja, brauchen ordentlich Gas. Dann läuft hier auch mal was vorwärts. So, 28.000. Was soll denn der Mensch wieder? Das schwimmt doch einfach lustig umher, wie es gerade Lust hat, oder? Kein Wunder, dass ich keinen Verkehr mehr habe. Stehen in Stand. Ja, schön, sind so hoch. Merken die denn nicht, dass es nichts bringt, sich bei mir zu beschweren? Luftbelastung sehr hoch. Ich verstehe gar nicht warum. Gefährlich hoch. Verstehe ich es einfach nicht, warum? Dauert noch ein bisschen, das neue Kraftwerk gibt. Toll. Meine Industrie haut gleich ab. Deswegen mache ich mal diesen hier. Ich würde gerne noch ein bisschen behalten. So ein bisschen. Ganz kleines bisschen, aber nur. Konnte man hier nicht Verordnungen? Irgendwie nicht so. Frühstücksarten und Knoblauch, was? Ach, Züge überfüllt. Hey, ist ja was ganz Neues. Mein Verkehrssystem funktioniert nicht. Tut's auch nicht, wird's auch nie. Von daher, Wayne. Was wollen die überhaupt? Oh, ich verdiene nochmal 8 mehr dadurch. Yeah. Ein Bergwerk. War ich sowas schon? Nee, ich habe eine Kugelleiferfabrik. So. Komm schon, sobald mal wieder das nächste Jahr. Ich brauche wieder mal Geld und so. Ob ich jemals erleben werde, dass ich so viel Geld habe, dass ich das ganze Jahr über was zur Hölle verschwindet einfach mal alle. Dass ich das ganze Jahr über nicht ausgeben kann? Nein. Sind wir realistisch, dieser Fall wird nie eintreten. Was zur Hölle, wo ist auf einmal die ganze Kohle hin? Dafür wollen wir noch 300 mehr. Die verarschen mich hier doch. Ich glaube, ich lasse die mal alle hier antreten und dann ist Abgabe von allem, was sie haben. Ich habe nur die Staus in meiner Stadt, wisst ihr das schon? Fängt der Müll wieder an. 3,7 bloß. Das ist nie so viel wie erwartet. So, wir ebnen mal. Gelände ebnen. Und zwar, dann muss ich das hier auch noch alles rüber ebnen. Gut. Fangen wir mal an. Das ziehe ich dann später? Nein, ziehe ich jetzt gleich. Ebenen, ebnen, ebnen, ebnen. Damit ich das alles auf einer Ebene habe, wenigstens. Jupp, jupp. Kostet ja nichts. Ist jetzt nicht so, als hätte ich kein Geld. Da will ich dann eine Straße weiter rüberziehen. Gut, da bauen wir dann den Bahnhof. Und legen dann ordentlich teuer Schienen. Ne, Bahnbus ist viel günstiger, Idiot, ey. Ich muss Bus bauen. Ist voll dumm, ey. So, wer will schon günstig haben, wenn es auch teuer haben kann? Da ist noch gar kein Verkehr. Das heißt, diese Schiene ist so leicht sinnfrei, glaube ich.
Die Tatsache, dass ich den in der Tiefe gelegt habe, ist auch reichlich sinnvoll, stelle ich jetzt im Nachhinein fest. Na, bloß das wird natürlich gebaut, war ja klar. Dann eben so. Sieht zwar scheiße aus, aber was soll's. Oh. Das Mugloslager. Geht mir nicht auf die Nerven. Wie auch immer. Interessiert mich auch gar nicht. Ich habe 33.000 Einwohner, so viel hatte ich noch nie, Mann. So scheiße kann es euch gar nicht gehen. Ich habe gerade das Geld aus dem Fenster werfen. Ja. Ja, mir geht gerade leicht das Geld aus. So klein bisschen. Oh, ich habe keinerlei Gebäude dieses Jahr gebaut, ne? Es ist gerade mal März. Was soll's? Finanzreserve. Hatte ich die jemals? Nein. Also, Schnauze. Ist ja schlimm hier. Geht ja mal gar nicht. Toll, seit 30 Jahren habe ich jetzt bald dieses scheiß Gefängnis da unten, das gar nichts bringt. Weil ich mir gar nicht leisten kann, das anzuschließen. Und eigentlich diese Gebäude habe ich auch schon seit einer halben Ewigkeit stehen. Soll ich auch mal irgendwann bauen. Ich weiß noch nicht mal, was macht. Und ich habe vergessen nachzuschauen. Ich wollte aber unbedingt weiterspielen irgendwie. Flughafen. Oh. 1930 kann ich also endlich einen Flughafen bauen. Gab's die nicht schon wegen früher? Bauen wir gleich mal einen. Okay, Flughafen. Flughafen kostet 500 Stück. Legen wir mal ihn großzügig an. Ja, für eine halbe Million kann man schon mal einen Flughafen bauen. Wie geht nicht?